Hallo zusammen, Thomas Pickel hier von Survival Pro und in diesem Video melde ich mich das erste Mal 2017 mit den Neuigkeiten. Ich mache so ein kleines Upgrade. Was gibt es Neues im Shop? Wenn es euch interessiert, bleibt dran und los geht's. Ja, also unser Shop wächst natürlich, das Sortiment wird ständig erweitert. Wir sind natürlich immer daran interessiert, dass neue Artikel da im Sortiment mit aufgenommen werden, die auch das Sortiment natürlich sinnvoll ergänzen, jetzt in Bezug auf Krisenvorsorge, Outdoor- und Survival-Ausrüstung. Alles, was cool passt dazu, kommt natürlich mit rein. Und ich möchte euch so ein paar Highlights vorstellen, was wir im Januar alles neu dazu bekommen haben. Und wir legen auch gleich mal los. So, als erstes von der Firma Adventure Food, die haben so Outdoor-Nahrung, ja, und das sind zwei Sachen neu dazugekommen, und zwar Espresso gibt es einmal mit und einmal ohne Zucker und einmal das Minzbeef Hot Pot, lieferbar auch in zwei Portionen, eine Portion oder zwei Portionen. Okay, was gibt's Neues? Wir haben einige coole Sachen von Fjällräven neu im Sortiment und wir gehen es einfach mal kurz durch. Fangen mal oben an. Das ist als erstes der Rucksack, der Klassiker, der Konken. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Konken Original. Wir haben fünf Farben. Forest Green, Graphite, Black, Leaf Green und Navy. Preis aktuell 74,95. Ich glaube, Liste ist 79,95. Also ihr seht, wir haben das immer ein bisschen günstiger als woanders. Und wir haben auch schon das Nachfolgemodell, sozusagen das Upgrade. Das ist der Konken Nummer 2. Den gibt es in der Farbe Autumn Leaf, Black, Green und Dark Olive. Da liegt man preislich bei 119. Listenpreis ist 129. Und das sind immer Einführungspreise. Das heißt, die Preise ist so für ungefähr 8 bis 12 Wochen haben wir zu diesem Preis und dann stellen wir wieder automatisch um auf den Listenpreis. Also wer Interesse hat an so einem Teil, schlagt zu. Billiger wird es nicht. Okay, gut. Was haben wir noch? Machen wir mal weiter. Achso, wir haben diese geniale Mütze, Wintermütze. Sinky Heater heißt das Teil. Das gibt es in zwei Farben, Autumn Leaf und Dark Navy. Ich muss mal dazu sagen, bei Fjällräven ist es so, dass nicht immer alle Farben und alle Größenkombinationen verfügbar sind. Also gelegentlich sind die Dinge echt mal vergriffen, ja, auch schon mehrmals ausverkauft, aber es kommt natürlich immer wieder Nachschub. Also wenn die mal zurzeit vielleicht eure gewünschte Farbe und eure gewünschte Größe nicht lieferbar ist, dann guckt einfach mal in einer Woche oder in zwei Wochen nochmal rein. Dann ist dann wieder Nachschub da, das geht relativ flott. Jo, als nächstes haben wir den Öwig Fleece Hoodie von Fjällräven in drei Farben, in Dark Grey, in Fog und Navy. Listenpreis aktuell 149, bei uns 144. Ich zeige euch das mal eben, ich habe den selber nämlich auch. Sekunde. Da bin ich wieder. So sieht das gute Teil aus. Schöne Kapuze. Ja, natürlich immer das Logo hier vom Polarfuchs. Das habe ich schon eine ganze Weile, ungefähr ein halbes Jahr. Und hat ja hier an Unterschenkel diese Einsätze aus G1000. Das finde ich klasse. Sehr gutes Teil. Kann man nur empfehlen. Gut, kostet ein bisschen was. Aber ist das Geld auf jeden Fall wert. Okay, machen wir mal weiter. Was haben wir noch als nächstes? Das Stan Fleece, auch lieferbar in drei Farben. Dark Olive, Dark Grey, Dark Navy. Und Preis aktuell 99 € anstatt Liste 119. Dann haben wir noch die passende Jacke dazu, das Stan Jacket. Habe ich selber auch seit ungefähr zwei Monaten, also im November habe ich mir die zugelegt. Und ich muss sagen, das ist wirklich eins der coolsten Jacken ever. Richtig geniales Teilchen. Er ist jetzt nicht so unbedingt für den Winter geeignet, ist mehr so eine Übergangsjacke. Und wir haben die lieferbar in drei Farben, auch wieder Black, Dark Navy und Lake Blue. Kostenpunkt 199 €. Jo, dann haben wir noch drin Greenland Number 1 Special Edition, lieferbar in Mountain Grey, Uncle Blue und so eine Farbkombination, die heißt Deep Red, Uncle Blue. Ja, ihr seht das auf dem Bild, ist oben an der Schulter diese Einsätze in Blau, da ist Rot. Gut, Geschmackssache, sicherlich vom Preis her 294, passt vielleicht jetzt auch nicht in jedes Budget, aber verkauft sich trotzdem ganz gut. Ja, und dann natürlich das absolute Highlight aus der Serie, das Cape Ego Shell Jacket, Dark Olive, Autumn Leaf und Black für einen Preis von 489. Damit wären wir bei Fjällräven auch durch und wir gucken uns nochmal die Produkte an, die ansonsten noch dazugekommen sind. Da wäre zum Beispiel die BW Isomatte, Bundeswehr Isomatte,
Also so eine Art Kopie von der Original-BW. Die ist faltbar und die war auch schon mehrmals ausverkauft. Jetzt haben wir da wirklich ein bisschen ein paar Sachen reingelegt ins Lager und der Preis ist aktuell bei 19,95. Liste ist 22,95. Also wer da Interesse hat, schlägt auf jeden Fall zu. Billiger wird es nicht. Okay. Was haben wir noch? Wir haben zwei neue Rucksäcke von Miltec und zwar einmal den Defense Pack Assembly in fünf Farben: Oliv, Schwarz, Mantra Tan, Mantra Wood und Mantra Night. Und Preis aktuell, also das ist jetzt wirklich ein Einführungspreis 49,95. Liste ist 69,95. Da könnt ihr auch mal googeln. Ich glaube, den werdet ihr auch fast nirgendwo günstiger finden. Und dieser Einführungspreis gilt für die ersten 4 Wochen. Ja, also wenn ihr mit den Gedanken spielt, euch mal so einen Rucksack zuzulegen für die Outdoor-Saison, dann schlagt jetzt zu. Jetzt ist er absolut günstig als Einführungspreis hier bei uns im Survival Pro Shop. Das gleiche gilt für den Mission Pack Laser Cut. Das ist auch die neueste Kreation aus dem Haus Miltec. Und wir haben uns hier für die Large-Version, für die größere Variante entschieden und haben 5 Farben lieferbar. Einmal auch Oliv, Schwarz, Urban Grey, Dark Coyote und Multitan. Ja, Preis genau das gleiche wie bei dem Defense Pack. Liste ist 69,95 und wir haben den hier aktuell als Einführungspreis für 49,95. Okay, das war es eigentlich zu den Produkten, was wir im Januar alles neu in den Shop mit aufgenommen haben. Was haben wir noch? Wir haben seit ein paar Tagen umgestellt auf sichere SSL-Verschlüsselung. Das heißt also, Datenübertragung absolut sicher. Jetzt sind wir nicht nur Trusted Shops geprüft und zertifiziert, sondern auch eben SSL verschlüsselt. Das ist eigentlich das Feature, wo wir eigentlich lange drauf gewartet haben. Wir haben einen Blog neu, wo wir so einmal die Woche oder alle 14 Tage immer die Neuigkeiten reinschreiben, was so an neuen Produkten ist. Wenn ihr so zum Beispiel diese Produkte jetzt sucht, die jetzt neu rein sind, ihr findet die natürlich im Shop direkt hier, alles was so Aktionsprodukte sind, unter den neuen Button im Hauptmenü auf der rechten Seite hier Prozentangebote. Da klickt ihr einfach drauf und da findet ihr die auch schön aufgelistet hier. Gleich an erster Stelle hier die zwei Rucksäcke, die Isomatte, ein paar Sachen sind noch mit drin hier, der Outdoor-Gaspanne von GSI Outdoors, der Defense-Regenschirm, der ist aktuell im Angebot von 129 gesenkt auf 99 und die Katadyn Pocket-Wasserfilter, die sind extrem im Preis momentan günstig von 349 Liste auf 289,90. Ja? Also findet ihr alles im Online-Shop survival-pro.de unter der Rubrik Prozentangebote. Dann ist noch neu ein Gästebuch. Wir haben ein Gästebuch eingerichtet. Vielleicht will uns der eine oder andere mal eine kleine Nachricht hinterlassen. Und jetzt gebe ich euch noch einen kurzen Überblick, was in den nächsten Wochen geplant ist, was im Februar neu dazukommt. Also erstens haben wir natürlich vor, an der Stelle hier auf YouTube regelmäßig mehr zu machen. Also das heißt so, naja, alle 14 Tage, vielleicht sogar jede Woche ein neues Video mit den Neuigkeiten, weil wir haben momentan so viel Zuwachs und so viel Neuigkeiten eigentlich, dass wir fast zweimal die Woche ein Video machen könnten. Und was ist jetzt geplant für Februar? Wir werden das Sortiment von Lyo Food upgraden, also da gibt es ein paar neue Sachen, ein paar Portionsgrößen haben sich geändert, das werden wir anpassen. Und nebenbei bemerkt, das ist auch eins unserer meistverkauftesten Produkte im Bereich Outdoor Foods. Dann nehmen wir uns das Survivor Outdoor Sortiment nochmal vor. Da gibt es ein paar extreme Neuigkeiten. Ja? Ihr kennt es ja von diesen Beuteln, Fertignahrung für unterwegs. Und die sind noch ergänzt worden um solche Großpackungen in Dosen. Die kommen noch mit neuen Sortiment rein. Und was haben wir noch? Ach ja, so ein paar Erste Hilfe Survival Packs werden wir noch mit aufnehmen. Ein paar Jacken kommen noch mit rein. Ach ja, und dann werden wir im Februar, wahrscheinlich gegen Ende Februar, das komplette Sortiment von Bushcraft Essentials noch mit übernehmen. Ja, ihr kennt das, die Hobo-Kocher. Der Kontakt ist letztes Jahr auf der Messe zustande gekommen und wie gesagt, ein bisschen gedauert, aber sind wir jetzt dabei, dieses komplett auch in unser Sortiment mit zu integrieren. So, was ist noch in Planung? Zelte. Wir kriegen noch ein paar neue Zelte. Nachdem wir ja mit Fjällräven, sagen wir mal, das obere Preissegment so ein bisschen abgedeckt haben, so die hochwertigen Sachen, so 700, 800, 900 Euro,
gibt auch ohne Probleme ein Zelt für über 1000 Euro, kein Thema. Und mit Miltec haben wir so relativ preisgünstige Sachen, so im Bereich 30, 40, 50, 60 Euro, sowas unter 100 halt. Und was halt noch fehlt, ist irgendwie sowas dazwischen. Und da glaube ich, haben wir was gefunden. Letztes Jahr auf der Outdoor-Messe habe ich mir wirklich sehr, sehr viele Hersteller angeguckt und wir haben uns für einen entschieden. Was es ist, verrate ich jetzt noch nicht. Aber gebe ich auf jeden Fall rechtzeitig bekannt, bevor die Saison startet, falls auch jemand Interesse hat an einem wirklich extrem coolen Zelt. Bleibt dran hier, abonniert am besten auch den Kanal. Ja. Und ich kann nur eins verraten schon mal, es kommen geniale Wurfzelte noch mit dazu. Feine Sache, immer mal wieder nachgefragt. Ja, ja, was machen wir noch als nächstes? Gleich Ende der Woche. Anfang nächster Woche gibt es eine neue Rabattaktion von uns. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir mal die Pfefferspray, Tierabwehrspray-Produkte rabattieren. Und die Infos werden natürlich rechtzeitig bekannt gegeben dafür. Ja. Und was haben wir noch Schönes? Lass mich mal kurz gucken hier. Ja. Ach ja, wir planen noch ein Forum einzurichten. Im Online-Shop gibt es ja noch ein Forum. Und eine Bildergalerie, wo Kunden Bilder hochladen können, wie sie zum Beispiel die Produkte nutzen oder Produkte im Einsatz. Ich denke mal, das wird auch ein ziemlich cooles Feature. Und damit sind wir eigentlich auch für die News für heute schon durch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage mal Tschüss, bis demnächst. Macht's gut und Tschüss.